Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K17 My Career. Wir spielen das zweite College-Spiel auswärts, diesmal gegen Georgia Tech. Beziehungsweise gegen Georgia. Wir sind hier mit Georgetown unterwegs und wir klatschen wieder beim Pre-Warm-Up. Und naja, es geht los, würde ich sagen. Hier haben wir uns einen Chris John Beef, President of Basketball. Hier ist Alabaster, unser Buddy. Gleich geht's los mit dem Pre-Tip. Hier ist das Maskottchen von Georgia Tech. Ist ein bisschen updanced. Und jetzt gibt's den Pre-Game-Tip. Gucken wir, ob wir den kriegen. Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Egal. Ja, dann fangen wir mal an. Steht noch 0-0. Und wir holen uns einfach den Steal. Und passen direkt zu Alabaster, der Fast Break läuft. Und dankt ihn herein. Gibt sogar einen Georgia Town Highlight. Von Alabaster das erste Mal und ich glaube auch das letzte Mal jemals in einem College-Game, wo ich dabei bin. Ja, wir passen hier zu Alabaster. Der wirft natürlich nicht, auch wenn er frei ist. Deswegen, keine Ahnung, was der macht. Wir werfen einfach mal den Dreier. Hat der letzte Mal geklappt. Diesmal nicht. Warren holt sich einen Rebound und macht den Layup. Wir machen das Pick-and-Roll, passen wieder zu Warren, der abgerollt ist und nach innen gezogen ist und macht den rein. So, nächstes Pick-and-Roll würde ich sagen, wieder mit Warren, weil das ganz gut klappt. Ich mag den Typen gerne. Egal. Wir machen den Pick-and-Roll-Schieß und dunken ihn einfach rein. Was auch immer das für eine Bewegung war von Georgia. Allerdings holen wir uns den Rebound und passen ihn direkt zu Price. Der macht den Dreier sofort rein, ohne Probleme. Kein Problem für ihn. Halbzeit würde ich sagen. Und wir führen mit 14 zu 8 Punkten. Unsere Performance liegt bei 2 Punkten, 2 Rebounds und 3 Assists. Das ist sehr schlecht. Egal, wir werden uns noch verbessern, keine Sorge. Und zwar fangen wir jetzt ein bisschen direkt damit an und machen einen Lauf mit Pick and Roll mit unserem Center. Wie auch immer der da stellt, ist mir eigentlich fragwürdig, egal. Jedenfalls werden wir gefoult auf dem Weg zum Korb und wir können leider kein And-One raushauen. Allerdings gehen wir an die Freiwurflinie und versuchen beide Freiwürfe reinzumachen. So ein bisschen abgeklatscht. Der erste ist annähernd perfekt. Und der zweite ist nicht so ganz perfekt, aber beide sind drin, also kein Problem. Hier kriegen wir den Rebound nach dem Freiwurf, nach dem verkackten Freiwurf vom Gegner nicht, aber da den Rebound des Wurfs kriegen wir hin. So, hier machen ein paar komische, dämliche Moves, keine Ahnung. Dann hauen wir auf jeden Fall das Pick and Roll mit Warren und laufen irgendwie gegen den Gegner und kriegen trotzdem das Foul für uns gesprochen und werden an die Freiwurflinie gebeten. Der erste Freiwurf ist sowas von perfekt. Glaubt ihr gar nicht. Und der zweite ist genauso perfekt. Glaubt ihr auch gar nicht. Ja, egal. Den Wurf verteidigen wir gut. Contested Shot vom Gegner. Wir können uns nicht den Rebound holen. Egal, nicht so schlimm. Wir sind hier am Ende des Spiels. Oder was heißt am Ende des Spiels? Auf jeden Fall ist die zweite Reihe schon drin. Wir holen uns den Ball, werden in ein Triple-Team gezerrt und können den Ersatz-Backup-Point-Guard einsetzen, der dann den Layup macht. Randolph mit dem Rebound hier, passt noch kurz vor der Linie zu uns, Gott sei Dank. Wir passen zum Center und der kriegt das irgendwie noch hin. Spiel ist zu Ende, wir haben gewonnen. Unsere Deadline sind 6 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals. Ja, eine Mitspielernote von A und das sieht eigentlich nicht ganz so schlimm aus, finde ich. Naja, wir feiern auf jeden Fall nochmal ein bisschen, klatschen noch ein bisschen ab mit unseren Mitspielern und auch mit den Gegnern. Und sehen jetzt nochmal die Journalisten-Kommentare. Extrem selten. Athletik ist definitiv auf NBA-Niveau, unsere Gegenspieler haben keine Chance. Ja, Chris Beef gefällt einem gut. Ein einzigartiges Talent. Top 10 kann er gezogen werden. Das werden wir noch sehen. Die Draft-Prognose ist leider einfach genauso geblieben bei Lottery Pick. Aber ich bin damit zufrieden. Das will ich sehen. Bis gleich. 24 seconds with Jason Richmond. Boy, oh boy. Sometimes the stars align and you get to be a part of something that is truly unique and that right now is the blossoming career of. You know what? I'm just going to say it. The Prez. This kid has it all. I don't want to get too deep into the cliches,
So I'll just say that he is delivering each and every night. This kid is on a mission, folks. I spoke to him only once, and he told me that his father, who passed away when he was 14, still guides him to be great every day. How awesome is that? It's humble, focused, and ridiculously good at basketball. Ladies and gentlemen, your president of the Hardwood. Ja, das nächste College Game, drittes College Game, gibt's dann morgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.